wir einfach mal behaupten, dass wir uns alle angemessen verhalten, gehe ich mal davon aus, dass keiner krank wird. Hunderte Menschen hatten sich am Samstag um 14 Uhr auf dem Uniplatz wegen einer Demonstration unter dem Motto „Für Frieden und Freiheit“ während der Corona-Krise getroffen. Nach einer halben Stunde brachen die Veranstalter die Demonstration allerdings ab, da einige Teilnehmer der Gegendemonstration, organisiert von Fulda stellt sich quer, ihre Namen und Adressen nicht in eine Liste eintragen wollten. Dies sei jedoch zur Nachverfolgung etwaiger Infektionen eine Auflage der Veranstaltung gewesen. Warum wird immer wieder von der Belastung des Gesundheitssystems gewarnt? Warum sind aber tausende Intensivbetten leer und die Kliniken schieben Kurzarbeit? Warum werden wir jetzt gezwungen, mit einem Mundschutz rumzulaufen, der aber auch aus einer alten Unterhose bestehen kann? Könnte es sein, dass man uns damit einen Maulkorb verpassen will? Inhaltlich sprachen die Organisatoren der Demonstration zuvor von einem Impfzwang, Bevormundung, Einschränkung ihrer Grundrechte und Ähnlichem während der Corona-Krise. Laut Aussagen der Anmelderin Katharina Schmidt sei die Demonstration nicht politisch von links oder rechts motiviert. Allerdings fanden sich auch Unterstützer der Gruppierung Widerstand 2020 unter den Teilnehmern. Bei der handelt es sich laut dem Soziologen Matthias Quent um ein diffuses Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten sowie linksesoterischen Impfgegnern. Also die Leute, die in Zukunft laut Katharina Schmidt wohl nicht willkommen sein dürften. Wenn nach Amerika ist, muss Amerika einfach und dort ihre Spiele weitermachen.